Oh, da noch ein Steinmetz hin. Oh, noch. Dann haben wir auf jeden Fall genug Steine. So, es ist nur noch die Burg, wo noch drei Kämpfer drin sind und der Rest vier Bogenschützen. Der große Turm, wo alles noch drin sind, genauso wie da. Na, das wird ein Spaß. Wenn ich keine frischen Soldaten bekomme, kann ich nicht weitermachen. Hoffen wir mal, dass das schnell geht hier. Mana brauche ich auch erst, wenn ich rechne. Da ist auch nichts bei. Baut doch erstmal das Wohnhaus, Mensch. Wenn das eine Wohnhaus wenigstens schon mal fertig wäre, dann könnte man schon wenigstens was anfangen. Oh, die ganzen Waffen hier. Und so sah es bei den meisten Gegnern auch aus, weil wir so keine Wohnhäuser mehr bauen konnten, weil sie kein Material mehr hatten oder so. So sah es dann auch aus bei denen. Und jetzt sieht es bei mir genauso aus. Auch schön. So, ein paar Soldaten schon mal hochschicken wieder. Steine fehlen hier noch. Aber Bier produziert er trotzdem noch, okay. Der hier hat noch Bier. Eigentlich könnten die das ganze Bier erstmal hochschaffen hier. Dann könnte ich wenigstens noch mal göttliche Gabe machen. Geht es vielleicht mit den Steinen schneller und alles und. Ja, dann wäre alles fertig. 6 und 9, das würde nicht reichen. Wo sind eigentlich meine ganzen Esel? Ich hatte doch so viele. Hier sind welche. Die anderen noch unterwegs. Stehen jetzt bloß da oben rum. Ne, hier ist einer. Da kommt auch einer, da auch. Hm, so viele Esel sind es nicht, okay. Halt, da ist noch ein Erdkämpfer, den nehmen wir noch mit hier rein. Kommt schon, baut mal hier. Kann aber nicht sein, dass ihr jetzt hier die paar Leute, die ihr seid, keine Steine da hochbringen könnt. Das ist doch richtig mies. Und schon die paar Steine, die ich jetzt hier noch brauche. Da sind 8 Stück allein schon. Da auch nochmal 8. Also Steine haben wir genug da. Okay, ich wollte mit dem hier einen Waldbrand machen, aber das lasse ich mal doch. Jetzt zwei, noch ein Stein fehlt da. Da kommt der, okay. Zieht sich alles wieder hin hier. Den kann ich noch nicht nehmen, das ist zu wenig.
dann kommen da ein paar Schwertkämpfer raus. Auch wenn es nicht viel ist. Besser als gar nichts. Hier zu wenig. Da kommen zwei Steine. Da ist der letzte Stein. Okay, dann ist das Wohnhaus wenigstens fertig. Dann haben wir das Wohnhaus wenigstens fertig. Und das hier sieht auch ganz gut aus. Dann haben wir das ja auch fast fertig. Ich warte noch, bis das Wohnhaus fertig ist, bevor ich die Kaserne freischalte. Nicht, dass die Bauarbeiter dann die Kaserne zuerst aufbauen, weil ich dann keine Träger mehr rauskriege da. Zwei Steinchen und dann haben wir es. So. Können wir schon mal so machen. Wir bauen jetzt sowieso das Wohnhaus fertig und dann die Kaserne. Dann haben wir das erledigt. Puh. Geht doch. Sehr gut. Hier eigentlich noch weiter. Wir holen nicht mehr Soldaten da rein, alles klar. Warum auch? Jetzt sind die keine Schwerter mehr? Also, na gut, gar nicht mehr eigentlich. Die können gerade gar keine Schwerter produzieren, obwohl die haben ja noch welche. Na gut, vielleicht denken die, weil wir hier jetzt safe sind. Wir haben genug Soldaten da. So, die schicken wir mal jetzt alle nach oben. Das Wohnhaus dürfte als nächstes dann fertig sein. Sehr gut, jetzt kommen die ganzen Waffen aus dem Lager raus und dann kriegen wir unsere Soldaten raus. Sehr schön. Das Bier geht oben langsam zum Tempel, zur Sphinx. Bäcker haben zu tun. Na, dann geht's ja. Können wir uns den letzten Rest jetzt auch noch holen. Sehr, sehr schön. Haben wir jetzt auch noch ein paar Soldaten. Können wir hier noch eine Waffenschmiede hinstellen? Haben wir noch einen Hammer hier? Nee, war. Doch, zwei. Sehr gut. Noch zwei Bogenschützen, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber also haben wir. Bio. Und dann gucken wir mal, dass wir hier die Burg endlich wegkriegen und die großen Türme dann auch so langsam mal. Ist schon langsam nervig.
Und das kommt immer noch Soldaten aus dem Lager, wird immer noch alles rausgeholt. Die ganzen Waffen. Und krass. Na gut, was sich alles angesammelt hat wegen dem Trägermangel und so. Ist halt normal, würde ich sagen. Und jetzt haben wir langsam keine Kohle mehr hier hinten. 15, 12. Kohlenmine. Die Mine fördert nichts mehr. Dann können wir hier abheizen. Steine. Fördert nichts mehr. Steine. Kann er den nicht abbauen? Das wäre doof. So, dann machen wir den Steinbruch einfach und dann passt das. Dann haben wir wieder ein paar Steine. So, hier sind jetzt die Soldaten auch so ein bisschen angekommen, langsam eingetrudelt. Dann können wir die Burg jetzt mal angreifen und erobern. Wird dann langsam mal Zeit. Sollten wir jetzt schaffen. Sollte jetzt auf jeden Fall machbar sein hier. Ja gut. Und die Burg zuerst weg. Ja auch. Irgendwas gebaut. Die Hammerbrüder gerade nicht da sind. So, weil oberste Priorität gerade das hier ist. Das wird nicht weitergebaut anscheinend, weil... So, haben wir hier. Okay. Da gibt es wieder Steine, alles klar. Na gut, immerhin. So, die ganzen Waffen, die wurden jetzt auf jeden Fall aus dem Lager rausgenommen. Den Turm hier. Jetzt holen die doch noch Soldaten raus. Keine Reihe. Wie kriegen die jetzt doch noch Soldaten ran? Wir haben ja schon gar keine Träger mehr.
ist ja schon ein bisschen kurios. Sehr gut. Das hier unten, die Hälfte schon mal weg. Oder haut den Turm da mal weg. Okay, super. Nee, bleib du mal hier. Lass die anderen das mal machen. Die kriegen das schon gebacken. So, das hier weg. Das hier. Das hier. Das hier. Und. So. Was fehlt hier? Spitzhacke. Gut, die können wir herstellen. Da fehlt. Eigentlich brauche ich bloß eine Spitzhacke. So. Der Steinbruch arbeitet und der andere ist dann auch schon mal soweit. Okay. Puh, sehr gut. Wir haben es geschafft. Endlich. Die haben das Spiel gewonnen. Puh, der Gegner war nicht leicht. War auch nicht so schwer. Oh, hier sind Edelsteine. Alles klar. Alles klar, hätte ich das gewusst. Aber woher auch? Na gut, wir haben es geschafft hier. Wir haben die Gegner erfolgreich erledigt und unsere Freunde am Leben erhalten. So ein bisschen, so gut es geht. Soldaten haben sie jetzt wieder. Ja. Und dann können wir das Spiel eigentlich beenden. Und natürlich sind wir die Nummer 1, ne? Wir haben am meisten produziert. Die Gegner eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. Die haben gerade mal Soldaten produziert, aber mehr auch nicht. Kämpfe hatten sie nicht wirklich. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme beim nächsten Missionsziel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.